Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir sind beim letzten Mal hier in die Höhle gegangen und wurden dann ja, ein wenig stark angegriffen von diesem blöden Ding hier. Aber er war nicht alleine. Daher ist es okay, dass wir verloren haben. So, einmal drauf. Ups. Komm schon. Oh Mann, tickt zu langsam. Ups, so. Okay, den haben wir. So, und dann waren wir ganz unten, haben da so einen Fetten gesehen. Haben gemerkt, ah, das ist vielleicht ein bisschen stark. Ich weiß. So. Oh, wo kommt denn der Groß jetzt schon wieder her? Hallo? Danke. Ach, der guckt uns an. Okay. So, dann Mann, brauchst du ein bisschen Heilung. So. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ah, oh, geil, sie ist natürlich tot. So, dann Mann. Hält mal was aus. So, bitte stirb doch wenigstens. Wenigstens einer weniger. Komm schon. Okay, einer ist wirklich weniger. Was war er denn jetzt schon wieder tot? Machen wir so. Oh shit. Oh shit. Verbeißen. Auf sie? Könnt ihr das mal lassen? Nein, wann? Hör sie doch einfach. Das nicht wann? Okay, das Ziel wird gewechselt. Oh, er ist gestorben. Wie auch immer. Momentkanone. Oh nein. Was soll denn der Scheiß jetzt? Warum ist dieses Ding da? So. Nice Talent hat sie, okay. So. Lebe. Oh shit, der hat schon wieder diese Stacheln. So, Löscher. Anbahn, du kommst ruhig ein bisschen, oh, Stacheln wieder ausgefahren. Nicht gut. So. So, das noch, den noch. Und das Ding explodiert gleich, ja? So. Okay, klar, dass er wieder explodieren muss. Ups. So. Jetzt haben wir es wenigstens überlebt, weil wir eine Heilung hatten. Das finde ich ja schon mal ziemlich nice. Oh. Gut, dass wir auch noch umgedreht sind. So, drauf. So, und drauf. 11.000, das können Sie sehen lassen. Okay.
Mann, machst du auch noch was? Ich befürchte, er will uns nur ärgern. Macht deswegen einfach nichts. Oh, töte mich einfach dreimal. Also Bananen müssen wir echt immer da lassen. Falls noch was ist, ne? So, danke. Der ist hinüber und wir können gemütlich erstmal hier hoch und farmen. So, zweimal. Besser als nichts. Wir müssen ja irgendwann mal gucken, wie wir das mit den Kristallen machen. Ob wir uns ein paar gute schmieden können. Oder wenn wir, glaube ich, einen einzelnen Part draus machen. Wenn wir mal ein bisschen was machen wollen. So. Kann ich auf dich einen Stein werfen? Ja, kann ich. So, Angriff. So. So können wir doch kämpfen. Mal kurz so. Wow. Auf mich wegzuschieben. Ich glaube ja nicht. So. Dann man kämpfe. Danke. Danke. Okay, ja, lass uns einfach. Okay. Na komm, kann doch nicht weg. Okay, das Ding ist nervig. Wie es sich bewegt, nervt einfach. Sonst ist es nur, wäre es ja okay. Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Irgendwann aufmuntern? Oh, das war schön. So. Also nicht optisch, sondern funktionell schön. Ah ne, das lasse ich erstmal noch. So, stirb. Danke. So, den hätten wir. Okay, let's get going. Okay, dann wollen wir wieder direkt zurück. Vielleicht können wir noch ein, zwei Gegner plätten. Wobei ich glaube, wir haben hier schon alles platt gemacht. Hm. Außer halt diese Explosionsdinge, aber die sind mir egal. Zähle ich nicht als Gegner. Ich habe eine Kratze. So, dann. Da. Genau die da. So, tiefer die Höhle jetzt nicht wirklich. Wir hätten dann nochmal fahren können. Mist. Egal. Wir sollten ja ein bisschen haben davon. So, wo sollen wir jetzt hin? Direkt wieder zur Höhle oder? Sollen wir noch irgendwo anders hin? Ein Geysir hoch oder sowas? Das sieht doch krass aus, ne? Wie hoch das geht und so. Nice, nice, nice. Oh, den nehme ich noch mit. Wenn wir schon mal in der Nähe sind von den Dingern. So, euch könnt ihr nochmal mitnehmen. Wie wär's? Dich. Ein bisschen Schaden kriegt er trotzdem, ne? Ist sie das? Oder hat er diesen Buff quasi? Das sind Wildheit. Okay. Hier, waschen.
zack, abgestochen. Ja, dafür, dass er jetzt nur noch mit links kämpfen muss. Ja, komm, komm, komm. Oh, danke. Ups. So. So. Und das war's. Gut. Auch nochmal. Das ist mir egal. So, zack, zack. Ups, das hier. Okay. So, down. Oh, wir haben sogar einen finalen Schlag gemacht. So sah es jedenfalls aus. Ich kann immer noch nicht gebrauchen. Ups, das wollte ich nicht. So. Schön, dass sie sich nochmal zeigt hier. Na. Boah. Ja, was erleben. Kann ich jetzt ausweichen da. Oh. Okay. Wir haben wieder die Wut auf uns. Sich uns einfach in den Weg stellen, geht ja gar nicht. So, schmelzen wir den Eingang. Gucken, ob wir dann in diese Kapelle kommen oder was da auch immer war. Und ich hoffe, wir können auch irgendein Harmoniegespräch machen. Mission erfüllt. Schön. The letters are worn and difficult to make out, but it's definitely the language of the High Entia. They look just like the lettering on Prison Island. If only we could. Just walk inside. Einfach mal die elektrische Tür benutzen. Oh, ein roter Knopf. This place. Something up, Shulk. No, it's just. I feel like I know this place. Déjà vu. Nee. Ich kenne ihn, glaube ich, auch. I'm not sure, but. Hier war das Schwert, oder? Genau. Genau, dieser Kreis und sowas, das passt. Mit dem Sockel halt. Genau daran habe ich halt auch gedacht. I thought I had it. I can't seem to recall. Ah, lernst du eine neue Fähigkeit? Are you all right? What? Must be tired. Don't worry.
This is Ossei Tower. Built by the High Entia to house and protect the Monado. The ceremony of seers was conducted here. It is also where the Homs found the Monado. Wait, you mean... So this is where the Monado was kept. My dad took it from here. Ja, und hier sind alle gestorben. Have you always been able to see the future? You told me you were from a long line of seers. Did you have the ability from birth? Once, I too came into contact with the Monado. Huh. Those that are to be seers must touch the Monado. And a chosen few receive our power. That is the ceremony of my family. Einmal Schwert anfassen. And the ceremony was held right here. Also behält man diese Gabe? Why do you think we can see the future? I hadn't really thought about it. After I grabbed the Monado, I just saw things. Your visions are the flow of ether itself. Ether is the very source of our world's existence. Where and how much ether there exists now and in the future can be predicted. Therefore, in principle, the future of living beings such as us can also be predicted. And there is one thing that makes possible the visualization of those predictions. You mean the Monado? The Monado can disrupt the ether, allowing you to release certain powers, which means my visions, under the same principle, are there to disrupt the future. With no one to control the outcome, the future will never change. But what if someone were to disrupt the future? What then? The future would be changed. Is that how Zanza planned to defeat the Mekonis? But why go to such lengths? What happened all those years ago? Did you think it was just a myth? I used to only believe in what I could see. My home, my friends, the Monado itself. I knew those things were real. But when you took the Monado in your hand, you gained the ability to see that which was not meant to be seen. Are you saying I should stop? You are a fluctuation. As a fluctuation, you exist outside the results of your predictions. The more you accept this existence, the more malleable the world becomes. In fact, you have no choice but to accept it. Good morning. Did we sleep well? Oh, I can't feel my face or feet. What do you think? Rain not tell truth. Rain snoring make Ricky think of Orluka. Oi! I don't snore! Sword Valley is just around the corner. Aber krass, wie weit die Expedition damals gekommen ist, um hierher zu kommen. Wir sind durch diesen komischen Sumpf und alles durch und ja. Ein paar Gegner mussten wir auch plätten. So, wer ist jetzt in unserem Team? Dunban und Schala. Okay. Lohnt es sich, Schalk rauszunehmen? Ich meine, ich glaube nicht, aber. Wäre vielleicht auch mal interessant, dass wir dann, keine Ahnung, mit einem anderen DD spielen. Mit Ricky selbst oder mit Willia. Ich kann auch Dunban spielen, aber
Ich will den einarmigen Heine nicht spielen. Ich weiß nicht warum. Sieht irgendwie nicht so stylisch aus. Ist auch gut, dass wir beim letzten Mal nicht hier runtergegangen sind, weil wir müssen jetzt sowieso hin. So, aber bevor wir jetzt hier groß weitergehen. Da sollen wir hin. Okay, wahrscheinlich da hoch oder wie? Ah, das interessiert mich eigentlich viel mehr. Na egal. Wir werden den Hauptweg weitergehen und ja, aber erstmal hier beenden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.